Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es das erste Mal von mir ein Anti-Haul. Gesehen habe ich das erste Mal bei Alicia und dann auch bei Contra Junkie und ich finde diese Idee einfach so mega cool. Denn so muss man wirklich kein Geld investieren, um Produkte zu zeigen, die neu auf dem Markt sind. Warum sollte man sich immer alles kaufen, was neu kommt? Also der Markt boomt aktuell so krass, es kommt jeden Monat, ach Quatsch, fast sogar jede Woche, immer wieder irgendwas Neues raus. Sei es in der Drogeriebranche noch in einem High-End, also die rasten gerade alle vollkommen aus. Ich habe mir auf jeden Fall die letzten paar Wochen Gedanken darüber gemacht, habe hier und da ein paar Sachen für mich angemarkert. Ich werde sie dir immer auf einer der beiden Seiten hier zeigen und meine Gedanken dazu sagen, beziehungsweise warum ich mir genau dieses Produkt nicht kaufen möchte, beziehungsweise warum ich mich dagegen entschieden habe, es zu kaufen. Hast du eigentlich schon meinen Kanal abonniert? Falls nicht, dann mach es doch bitte jetzt, damit du auf jeden Fall weiterhin immer auf dem neuesten Stand bist und meinen Content weiterverfolgen kannst. Machen wir jetzt einfach weiter. Wir reden zwar die ganze Zeit in diesem Video, also brauche ich nicht mehr lange drum herum reden, fangen wir sofort an. Als allererstes, und ihr seht dann, wie alt schon meine Gedanken sind, aber keine Sorge, es geht natürlich immer weiter mehr in die Zukunft, also in das Hier und Jetzt, wo ich es heute abdrehe. Wir fangen erstmal an mit Jeffree Star. Jeffree Star hat eine neue Kollektion rausgebracht, und zwar die Blood Money. Bedeutet, die ist, so wie es in Amerika nun mal so ist, sind die Scheine ja grün, deswegen ist die Kollektion auch grün. Und ja, ich muss gestehen, dass mich diese Farben unfassbar krass angesprochen haben. Also mein Herz hat halb geblutet, als ich diese Farben gesehen habe und wusste, das ist von Jeffree Star, weil von jeder anderen Brand hätte ich wahrscheinlich sofort zugeschlagen. Nur leider hat Jeffree Star bei mir riesige negative Spuren hinterlassen, weshalb ich überhaupt gar nicht mehr zu diesen Produkten greifen möchte. Ich denke, es geht vielen so von uns. Ich möchte auch niemanden angreifen, der immer noch Jeffree Star Produkte kauft oder besitzt. Ich besitze selber auch noch welche und ich bin einfach ja, machtlos. Ich weiß nicht, was ich mit diesen Produkten machen soll. Die Leute, die mir bereits auf Instagram folgen, wissen mein Dilemma. Denn ich hatte das schon einmal in einer Story erwähnt. Und ich hatte gedacht, dass ich damit fein bin. Doch bis heute habe ich gemerkt, ich habe immer noch nicht auf diese Paletten zurückgegriffen. Insgesamt habe ich drei Paletten von Jeffree Star zu Hause liegen und einen Lipgloss. Und diese habe ich alle gekauft, bis zu meinem Wissen über den Skandalen. Also Skandale gehen so voll an mir vorbei. Ich weiß nicht warum, aber sobald ich was davon erfahre oder mitbekomme, ja, dann geht es natürlich nicht spurlos an mir vorbei. Also es bleibt dann doch irgendwie hier hängen und unbewusst beeinflusst mich dieses Wissen total. Aber ihr wisst jetzt, mein Stand der Dinge bezüglich Jeffree Star bedeutet, ich brauche gar nicht mehr weiter darauf eingehen. Ich werde jetzt nur noch eben zusätzlich erwähnen, dass auch Jeffree Star eine neue Mascara rausgebracht hat. Und die nennt sich Poof Mascara. Und ja, die sieht so ein bisschen Bondage-mäßig aus, mit so einer Peitsche. Und ja, an für sich finde ich dieses Design ja interessant, um ehrlich zu sein. Es gibt so viel Mascara in der Make-up-Branche, dass man wirklich nur noch mit dem Design auffallen kann. Und ja, Jeffree Star hat dies natürlich geschafft. Ob die nun gut ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber schlussendlich, auch hier hat mich einfach die Marke abgeschreckt. Ich möchte übrigens eben anmerken, ihr dürft natürlich auf alle Produkte eingehen. Das, was ich sage und was ich denke, setze ich nicht für euch voraus. Das bedeutet, ihr könnt weiterhin natürlich die Produkte kaufen, die ihr haben möchtet. Ich sage schlussendlich hier in diesem Video nur das, was ich denke, wieso ich die Produkte für mich nicht gekauft habe oder warum die nicht hier in meinem Studio landen werden. Achtung, gerade in dieser Make-up-Welt hier ist es unnormal, wie viel Geld man einfach ausgeben kann, um halt eben die aktuellen Produkte zu haben. Und ich möchte mit diesem Video hier einfach nur zum Nachdenken anregen, weshalb man gegebenenfalls vielleicht nicht unbedingt sofort jeden Trend und jeden neuen Produkten nachlaufen muss und das ganze Geld, aus dem Fenster wirft. Sagen wir es mal, wie es ist. Kommen wir zu Nabla.
Nabla ist ja eine Marke, die kommt hier in Deutschland momentan richtig gut an. Also sie boomt richtig mit den Highlightern, mit den Blushes, mit den Lidschattenpaletten. Wirklich richtig, richtig gut. Und hier möchte ich, weil wir ja gerade schon Mascara angesprochen haben, die Mascara von Nabla auch eben erwähnen. Und hier sehen wir auch wieder sofort, das Packaging ist the one and only, um herauszustechen. Und diese Katze oder der Löwe oder Leopard oder ja, eigentlich große Katze, also ein Tiger, wie auch immer, was auch immer es sein soll, ist natürlich mit den beiden roten Augen als Diamanten gekrönt wirklich ein richtiger Hingucker. Aber kaufen werde ich sie mir trotzdem nicht. Das liegt einfach daran, weil ich null der Mascara-Fan-Typ bin. Also, ich habe gemerkt, dass wenn ich auf Mascara verzichte, meine Wimpern relativ schnell sich erholen, lang werden, dicht werden, gesund werden und weniger ausfallen. Das ist Fakt. Denn wenn du täglich Mascara benutzt, ja, du musst dich jeden Abend wieder neu abschminken und je nachdem, was du für eine Mascara benutzt, sei es wasserfest oder eben nicht, wie viel du auftragen musstest, weil vielleicht die erste Schicht nicht funktioniert hat oder nicht gut genug war, musstest du die zweite draufpacken, vielleicht sogar eine dritte. Und ja, desto mehr belastet es die Wimpern allein beim Abschminken. Und ich bin so froh, dass ich wirklich die Gewohnheit der Mascara abgesetzt habe und nur noch die MAC-Lashes benutze. Und ich fahre so gut damit, das Abschminken ist so einfach, denn ich muss einfach nur die magnetischen Wimpern eben absetzen und reinige nur mein Augenlid. Und meine Wimpern sind verschont. Und somit habe ich weniger Reiben an den Wimpern, meine Wimpern fallen nicht aus, meine Wimpern bleiben gesund und so weiter. Also bedeutet, ich würde grundsätzlich niemals zu einer Mascara greifen, also egal welche Mascara rauskommt, ich werde sie mir nicht kaufen. Anti-Haul. Kommen wir weiter. Ihr merkt, ich bewege mich auf der High-End-Schiene. Größtenteils bleibt das sogar so, denn ich finde, es ist mehr Überlegung wert, bei High-End-Produkten zu überlegen, ob ich das wirklich kaufen möchte oder nicht. Denn da tun nun mal ab 20 Euro pro Produkt, und 20 Euro ist schon günstig bei High-End, tut es schon weh, wenn man ein Produkt gekauft hat, was einen dann doch nicht so erfüllt, wie man erhofft hatte. Jetzt sind wir bei zwei Marken. Ich finde die so, so, so schön. Wirklich. Richtig, richtig schön. Und zwar geht es um Dior und Gucci. Ich nenne jetzt beide Marken gleichzeitig, denn ich habe bei beiden dasselbe Dilemma. Dior und Gucci sehen so richtig, richtig schön aus. Und ihr wisst, ich bin ein Verpackungsopfer hoch 5000. Also schlussendlich ist es in der Regel oft so, dass ich ein Produkt meistens kaufe, wenn die Optik, wenn das Packaging für mich eins zu eins stimmt. Wenn ich denke, wow, das ist so schön, das muss ich in meiner Schublade haben, dann kaufe ich das. Mittlerweile ist mein Verstand Gott sei Dank ein kleines bisschen, ein kleines bisschen geteasert, was eben zum einen Skandale angeht, zum anderen aber auch Tierversuche und ungesunde Inhaltsstoffe. Make-up ist grundsätzlich nicht gut für die Haut. Es gibt kein Make-up-Produkt, das dir so gut tut, dass deine Haut davon nichts merkt, sondern auch noch besser wird. Also das gibt es nicht. Es ist natürlich nur eine optische Verschönerung für diesen Tag und das war's, also für den Moment. Wenn wir ganz viel eklige Inhaltsstoffe besitzen in einem Produkt und wir nehmen es auf, ja, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das halt einfach auf Dauer nicht gut ist. Und mittlerweile bin ich Gott sei Dank so gestrickt und denke darüber nach, ja, okay, was ist denn alles da so drin? Alles, was ich benutze, hat trotzdem schlechte Inhaltsstoffe. Also ich möchte nicht darauf eingehen, dass irgendwelche Produkte gute Inhaltsstoffe haben kann, aber es gibt auch Produkte, wie eben bei Dior und Gucci der Fall ist, die 100%, vielleicht sogar 1000% voll schlecht sind. Die beinhalten zum Beispiel auch Mikroplastik in den Produkten, wo ich mir denke, warum? Wieso kommt das da rein? Es gibt auch ganz viele Produkte, die enthalten extrem viel Alkohol. Also ihr merkt, es ist ein Teufelskreis. Ich kann mich darüber
darüber tot diskutieren. Schlussendlich möchte ich nur erwähnen, dass gerade super, super teure Marken nicht darauf achten, wie viele andere Brands es aktuell tun, was für Inhaltsstoffe reingehen. Also ich habe das Gefühl, dass gerade diese beiden Marken so strikt in den alten Inhaltsstoffen verfangen sind. Also die benutzen ja irgendwie immer noch die alten Sachen und andere Marken, die versuchen Alternativen zu finden. Da sind wir wieder beim Punkt Tierversuche. Es gibt Inhaltsstoffe, die werden an Tieren getestet. Das ist Fakt. Es gibt aber auch Inhaltsstoffe, die werden nicht an Tieren getestet. Und das ist jetzt noch einmal so ein i-Tüpfelchen, nicht nur die schlechten Inhaltsstoffe zu benutzen, sondern auch noch die Inhaltsstoffe zu benutzen, die an Tieren getestet werden. Dementsprechend ist das Produkt dann einfach auch nicht mehr tierversuchsfrei. Gut, machen wir mal weiter, denn das Thema ist für mich, ihr seht schon, elendig lang. Kommen wir zu Colourpop. Colourpop ist momentan in einem riesigen Boom. Gefühlt gibt es jede Woche ein neues Release zu Colourpop und ich könnte, glaube ich, jetzt schon wieder 5 Sachen nennen, die die rausgebracht haben. Also 5 Kollektionen. Da möchte ich aber nicht ganz drauf eingehen, denn es ist einfach so viel. Ich gehe jetzt auf etwas ein, was ich so richtig hässlich finde. So richtig hässlich. Und zwar ist es die neue Lemon Edition. Leute, die sieht so, ich weiß nicht, irgendwie spricht mich das nicht an. Und Gelb ist auch so eine Farbe, die nutzt man super, super selten bei Make-up. Gerade als Lidschatten, das kommt einfach nicht gut an. Jeder soll machen und tragen, was er möchte. Ich persönlich, mich spricht es nicht an. Kommen wir zur zweiten Sache von Colourpop. Und zwar geht es da um die Kollektion Lizzie McGarry. Ich kenne sie, ich habe sie als Kind aber nicht so krass geguckt, diese Serie. Irgendwie, sorry, ey, nee. So viele Blumen, so too much pink. Ich stehe auf diese Farben, ne? Aber irgendwie sieht das für mich viel zu chaotisch pink-blumig aus. Das gefällt mir so gar nicht. Also mich spricht dieses Packaging nicht an. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist diese Kollektion echt. Weiter geht's. Kommen wir zu Banana Beauty. Ja, Banana Beauty. Das ist eine Marke, aber ich sag's dir. Ich werde auf jeden Fall zu Banana Beauty noch ein anderes Video machen. Oh, Achtung, Spoiler. Banana Beauty hat jetzt einen Concealer rausgebracht. Oh Wunder, denn Banana Beauty bringt aktuell irgendwie alles raus. Angefangen haben die vor ein paar Jahren nur mit Lipsticks und Lipglosses, von denen ich auch mal so 14 Stück hier rumliegen habe. Aber mittlerweile, ich glaube, das letzte Mal bestellt habe ich da vor 1,5 Jahren. Also mich reizt diese Marke irgendwie nicht mehr. Ich werde auf jeden Fall noch ein Video zu Banana Beauty selbst machen, denn ja, ich finde, das ist ein Video wert, mal meinen Bericht zu der Firma Banana Beauty zu erwähnen. Und ja, wie gesagt, die haben einen Concealer rausgebracht, finde ich irgendwie, ich weiß nicht. Ich kann nicht bewerten, ob die Make-up-Produkte gut sind. Die Lipglosse fand ich in Ordnung. Aber wie gesagt, dazu gibt es nochmal ein extra Video. Ich habe einfach das Gefühl, als Kunde verarscht zu werden von Banana Beauty mit diesen ganzen Rabattcodes, die man da voneinander, von überall hergeworfen bekommt. Und allein diese Tatsache, dieses Gefühl von verarscht zu werden von dieser Firma, lässt meine Finger da nicht hingehen. Also ich werde da auf jeden Fall auch kein Geld mehr hinschicken, denn ich möchte einfach dieses komische Modul mit den vielen Rabattcodes überhaupt gar nicht unterstützen. Und genau, das ist der Grund, weshalb ich den Concealer von Banana Beauty nicht kaufen werde. Gut, jetzt kommen wir zu einer Marke, wo ich glaube, viele Zuschauerinnen von euch und Zuschauer wahrscheinlich nicht verstehen werden, warum ich es nicht kaufen möchte. Und zwar geht es um Natasha Denona. Und zwar geht es um die neue große Lidschattenpalette von Natasha Denona, also diese kunterbunte. Und als ich die das erste Mal gesehen habe, habe ich an Zirkus gedacht. Entschuldigung, aber für mich ist diese Palette irgendwie so richtig krass Zirkus-like. Mich hat das ein bisschen abgeschreckt. Also die Farben sind schön. Aber das Packaging, das sieht für mich aus wie Zirkus. Ich weiß nicht warum. Normalerweise ist Natasha Denona auch super schlicht. Also sie hat meistens immer nur eine Farbe auf der Verpackung. Ich finde es eigentlich gut, dass sie diesmal etwas ausgefallener ist.
Aber dieses gemusterte und dann diese Farbkombi ist irgendwie, ja, sorry, aber ich finde zudem diese Palette auch extrem teuer. Ich habe mir jetzt erst gestern eine neue Natasha Denona Palette gekauft, so eine kleine Fünfer. Für, ich glaube, 25 € kosten die kleinen. Die fangen ab da an. Es gibt auch welche, die kosten schon 50 €, wo auch nur 5 Farben sind. Ich finde, bei den kleinen Paletten ist das noch akzeptabel. Also da greift man eher zu, als wie wenn man sich eine große kauft. Für 150 bis 220 kostet sogar eine ganz große von ihr. Und ja, irgendwie finde ich das dann doch schon ziemlich viel Geld. Also ich glaube, ich habe bislang noch nie eine Lidschattenpalette gekauft für über 100 €. Und ich glaube, aktuell Stand jetzt würde ich das auch niemals tun. 100 €, das ist so viel Geld. Klar, man kann sich mal was gönnen, aber irgendwie diese Summe, allein dieser Betrag schreckt mich unfassbar krass von Natasha Denona zurück. Also die wirft mich so zurück, diese Summe. Ich glaube, wenn die Palette so 60 € kosten würde, 75 €. 75 € ist schon so eine Grenze, aber so 60, 70 €, dann würde ich vielleicht noch mal drüber nachdenken. Aber über 100 € für eine Lidschattenpalette. Puh, not with me. Ich bin keine Großverdienerin, das muss man auch immer wieder mal sich selbst ins Gedächtnis rufen. Dann kommen wir jetzt zu einer Marke, wo ich eigentlich für lebe. Und zwar geht es um Huda Beauty. Huda Beauty hat ja momentan wieder einige Sachen rausgebracht. Ich habe sogar zum Beispiel auch den Augenbrauenstift hier von ihr gekauft. Aber was ich von ihr jetzt tatsächlich nicht kaufen werde, wo ich selber von mir schockiert bin, dass ich das nicht machen werde, sind diese neuen drei Lidschattenpaletten. Sie hat es benannt nach Chocolate, Karamell und noch irgendeine Süßigkeit. Problematik ist, dass das Farben sind, die sie schon alle mal hatte. Und sie hatte Ende letzten Jahres bereits solche Dreier-Double-Paletten rausgebracht, die du natürlich auch immer einzeln erwerben kannst, die auch immer so einen braunen Schimmer hatten, so einen leicht rötlichen, rosa, lila, goldigen Schimmer. Und die waren alle so ähnlich. Und witzig ist halt eben, sie hat diese Nude-Palette in klein rausgebracht. Also sie hat halt wirklich gesagt so, hey, hier sind meine liebsten Lidschattenfarben aus den einzelnen Lidschattenpaletten und die kannst du jetzt in klein nochmal nachkaufen für 30 €. Wo ich mir am Anfang dachte, hey, das ist voll cool. Hätte ich nicht die Nude-Palette, würde ich mir die kaufen. Aber ich habe ja die Nude-Palette, also kaufe ich sie mir nicht. Ich kaufe sie mir einfach nur nicht, weil es für mich ähnlich aussieht. Also ich habe diese Farben schon und ich denke mir so, nee, brauche ich nicht nochmal, habe ich schon von ihr. Und deswegen greife ich einfach nicht dazu. Jetzt alles zu Huda gesagt. Gehen wir weiter zu Fenty Beauty. Fenty Beauty, ich liebe ihre Lipglosse, ja? Also ich habe einmal die beiden hier und ich habe gestern zwei neue bestellt. Ist das eigentlich ein Anti-Haul oder eine Beichte, was ich alles gekauft habe? Ich weiß auch nicht so recht. Jedenfalls hat die neue Lipglosse rausgebracht. Und zwar sind das solche, die mich so ein bisschen an Frühjahr erinnern. Ich glaube, es gab sowas vielleicht früher noch nicht oder vielleicht doch. Das ist so ein bisschen retro und zwar ist das so ein, ja, so ein Packaging, das ist durchsichtig, damit man halt einfach auch sieht, was das für ein Lipgloss-Farben technisch ist, denke ich. Und dann haben die eine, so eine Befestigungsschnalle. Ja, also du kannst die dann an einem Gürtel dran packen oder an deiner Handtasche irgendwo dran, wo du denkst, da sieht das nice aus. Also ist halt einfach so ein Lipgloss to go, was du dir außen irgendwo dran packen kannst und dann ganz schnell wahrscheinlich den Deckel abmachst, mit dem Finger drauf gehst und es dir schön auf die Lippen verteilst. Das ist der Grundgedanke. Aber eine liebe Followerin, der ich auch folge, die hat schon gesagt, naja, während der Corona-Zeit ist das schon ziemlich bedenklich, sowas rauszubringen, weil du ja einfach mit dem Finger da immer reingehst und ja, die Viren, die sammeln sich da grundsätzlich. Also jedes Produkt, wo du mit dem Finger reingehst, ist halt einfach übelst angreifbar. Das ist eine riesige Angriffsfläche für Viren und Bakterien. Und das ist sowieso immer mit Vorsicht zu genießen. Und gerade dann, wenn du es dir auf die Lippen schmierst, ist es nochmal ein Ticken krasser. Und das ist der einzige Grund, weshalb ich es mir auch nicht kaufen werde, obwohl ich diese Lipglosse von Fenty Beauty wirklich, wirklich sehr mag. Es ist fast Endspurt, liebe Leute. Zwei Marken habe ich noch. Und zwar, zum einen ist es Too Faced. Too Faced hat eine neue Kollektion rausgebracht, die Teddy-Kollektion.
Teddy Edition, was auch immer. Und die ist so cute, so süß. Also auch das wäre wieder ein Packaging für mich, wo ich mir denken würde, ist so schön. Aber sorry, auch Too Faced wiederholt sich in seinen Farben. Also wenn ich mir die Lidschattenpalette nur einmal angucke, denke ich mir so, ja, irgendwie ist das so ein bisschen wie Born This Way. Nur, dass es mehr in die rosane Schiene geht, als in das bräunliche, erdige. Aber trotzdem wiederholen sich die hellen Farben, auch die Glitzerpartikel wiederholen sich etwas. Und dann denke ich mir, gut, auch das brauche ich wieder nicht. Also ihr merkt, diese Lidschattenfarben, die wiederholen sich natürlich nach einer Zeit immer wieder. Was ich aber super schade finde, ist, wenn die Lidschattenfarben sich in der Marke wiederholen. Also wie bei Huda Beauty. So fängt Too Faced auf einmal jetzt auch an. Das finde ich so, so schade. Natasha Denona hingegen hat immer wieder neue Farben. Was natürlich dann positiv ist, ne? Und last but not least kommen wir zu einem Drogeriestück. Und zwar ist es NYX. Ich glaube aber tatsächlich, dass man auch diese Palette nur online kaufen kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es diese NYX-Palette irgendwo vor Ort beim DM oder Rossmann oder sonst irgendwo gibt. Und zwar geht es um die Tetris-Palette. Also excuse me, aber wer kauft bitte so eine gigantische Lidschattenpalette? NYX finde ich von den Lidschattenpaletten gar nicht mal so schlecht. Also ich besitze auch 2, 3 von denen und ich finde, die sind gut pigmentiert. Also jetzt nicht so gut wie ein High-End-Produkt, aber so gut, dass man richtig gut mit denen arbeiten kann. Ich kann die gut verblenden, ich kann die super gut aufbauen und ich bin immer wieder zufrieden mit den Paletten, wenn ich sie nutze. Nur frage ich mich, was soll ich mit so einer gigantischen Lidschattenpalette? Und zumal so einer komischen Verpackung. Also ich finde, das ist so voll chaotisch. Ich meine, Tetris ist halt einfach kunterbunt, keine Frage. Und auch chaotisch, wobei eigentlich hat man ja so ein Satisfying, wenn die Farben passen, also nicht die Farben passen, aber wenn die Reihe zusammenkommt. Aber irgendwie habe ich das bei der Palette nicht. Die Palette sieht für mich irgendwie optisch echt chaotisch aus. NYX hat erst vor kurzem, also ich glaube, das war Ende letzten Jahres, haben die diese Diamond-Palette rausgebracht, die genauso groß war. Und ich frage mich jetzt, lief diese Palette so gut, dass die sich jetzt gedacht haben, oh ja, die lief mal gut, wir brauchen nochmal so eine. Warum? Also wirklich, warum? Diese Größe der Palette schreckt mich einfach ab. Ich würde sie mir nicht kaufen und ich werde sie mir auch nicht kaufen. Und das ist das letzte Produkt vom Anti-Haul. Ich hoffe sehr, dass dieses Video dir gefallen hat. Sag mir doch bitte gerne, ob du öfters mal so ein Anti-Haul sehen möchtest. Mir macht das furchtbar viel Spaß, mir Gedanken darüber zu machen, Produkte rauszusuchen. Nur leider ist die Zeitspanne super, super lang. Und deswegen hoffe ich auch sehr, dass du bis zum Ende nachverfolgen konntest, denn zum Schluss kamen natürlich die etwas moderneren Produkte. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du einen Daumen nach oben lässt, ein Abo da lässt, um meiner kleinen süßen Community beizutreten und weiterhin Content von mir verfolgen zu können. Und ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Gesundheit und sage bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.